Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Heute wieder einmal das Projekt, das Format, das von vielen gefeiert wird, das immer mal wieder nachgefragt wird. Vollidioten in Clash of Clans, natürlich alles nur Spaß. Ich habe wieder einiges zusammen, also es waren wirklich viele Angriffe dabei. Ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen gleich nochmal selber angreifen, wir gehen mal direkt rein. Okay, der erste auf meiner Liste ist die Nummer 7, die mich angegriffen hat. Und ich frage mich jetzt hier wirklich, er hat 86 Level 7 Schleicher, er hat 2 Bogenschützen, er hat 3 Helden dabei, er hat die Gladi nicht. Und ich frage mich natürlich jetzt, warum hat er mich jetzt angegriffen? Man sieht ja bei dieser Base ganz eindeutig, das Rathaus ist relativ mittig. Ich weiß auch gar nicht mehr. Warte mal. Ja doch, die Base habe ich schon etwas länger. Ich muss auch sagen, sie ist eigentlich auch ganz gut. Die Sache ist, was hat er vor? Ich hab zwei Singles, ich habe einen Multi, er hat drei Eilzauber. Frage ist, warum? Er hat noch 2 Freeze, er hat noch 2 Sprung, er hat noch 2 Wut. Was hat er sich erhofft hierbei? Wäre das jetzt eine Base, wo das Rathaus relativ weit außen steht und er könnte dann vielleicht erst das Rathaus holen mit den Schleichern und könnte dann mit den Helden oder mit sonstigen Sachen noch, noch ein bisschen was holen, dann könnte ich es ja verstehen, aber so? Ist ihm eigentlich bewusst, dass man im CW kaum Loot bekommt? Wir sehen das ja, ein bisschen über 100.000. Und wenn er natürlich keinen Stern holt und der Gegner den Krieg nicht gewinnt, was sie nicht getan haben, ja, oder doch, die haben, glaube ich, sogar gewonnen. Doch, stimmt, die haben knapp gewonnen, bringt ihm halt nur trotzdem nichts. Er hat ja keinen... Oh mein Gott, wie dumm ist er denn bitte? Guckt euch mal an, was er versucht hat. Er hat 3 Eilzauber dahingelegt. Und ein Sprung wahrscheinlich, ne? Ja, und Sprung. Da ist der Sprung in der Mitte. Oh mein Gott, was ein Vollidiot. Guck mal, wie er das probiert hat. Der kommt nicht durch. Er probiert es weiter. Oh mein Gott. Jetzt sind die Allzauber weg. Ja, jetzt probiert das noch damit. Okay. Was macht er jetzt noch? Hat das jetzt gleich aufgegeben? Oh, er probiert das Rad so und er kriegt es nicht. Er hat's noch probiert. Oh mein Gott, so einen würde ich direkt kicken. Ohne Witz. Das war übrigens ein sehr knapper Krieg. Leider ganz knapp verloren, aber war trotzdem sehr lustig. Aber ey, so einen würde ich doch kicken, oder? Wenn sowas passiert, würdest du den rausschmeißen aus dem Clan? Ich glaube, ich würde den rausschmeißen. Also so blöd kann man doch wirklich nicht sein. Oh, er hier war auch gut. Also diese Base liefert auch sowieso immer richtig geile Verteidigung. Er hat keine Helden dabei, versucht jetzt hier große Welle zu schieben. Und wir sehen dann gleich, was passiert. Er greift von der oberen Seite an, wo meine Adler dafür ist. Ich habe einen auf Multi, zwei auf Single. Die Katapulte sind relativ weit verteilt, ist aber auch in Ordnung. Ich verstehe nicht ganz, was er jetzt hier vorhatte. Also im Endeffekt, ohne Helden alleine schon es so zu probieren. Er probiert es in der Mitte, aber da habe ich natürlich auch relativ viel Verteidigung. Ja. Und dann endet es halt so, wie es enden musste, relativ kurz zusammengefasst. Es war ein Fail und ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Warum probiert man es überhaupt, wenn du nicht einen einzigen Held dabei hast? Das ist Selbstmord. Das ist wirklich Selbstmord und es ist ja, wie gesagt, auch so geendet, wie es halt enden musste. Muss ich sagen, war auch nicht schlecht. Der war wirklich auch nicht schlecht. Er hat 3 Helden dabei, 20 Valkyren, Level 6, 3 Pekka und 5 Bogies. Die Sache ist, ich verstehe jetzt hier auch den Plan nicht. Okay, er hat 2-mal Unsichtbarkeitszauber, aber wofür? Was macht er damit? Tippt jetzt mal vorher, bevor der Angriff startet, was macht unser Kollege Wabbit von Devolver jetzt gleich mit seinen Unsichtbarkeitszaubern? Tippt mal jetzt. Ich habe diesen Angriff. Ich sage jetzt mal nichts. Also, wir gucken mal, was unser Freund denn hier gemacht hat. Er macht das schon mal auf. Er hat auch keine Belagerungsmaschine und keine Clanburg. Das ist natürlich auch immer super, wenn du halt angreifst und du hast nichts davon dabei. Das macht natürlich dann schon mal richtig Spaß. So, was hat er vor? Was hat unser Kollege vor? Er setzt einen Bogenschützen dahin, König kommt raus, jetzt setzt er die Valkyrie. Ja, im Endeffekt macht er es gar nicht mal so verkehrt. Aber allein schon die Tatsache, dass er jetzt... Ja, im Endeffekt, dass er ohne Clanburg angreift, das ist eigentlich schon komplett Banane. Also ich weiß auch nicht. Vor allem, wenn jetzt Leute sagen, ja, der will doch nur das Rathaus holen oder so. Warum greifst du denn dann jemanden an, wenn du so eine Armee hast und du willst wirklich nur das Rathaus holen und du hast keine Clanburg? Warum greifst du jemanden an, der das Rathaus mittig hat? So wie ich. Das Rathaus ist komplett mittig.
Das ist eine Farmbase und das Rathaus ist der Mittelpunkt meines Dorfs. Warum greifst du keinen an, der eine Anti-3-Star oder so hat? Guck mal, was macht der jetzt? Er räumt jetzt ein bisschen auf. Klar, er baut jetzt sich einen Weg in die Mitte rein, ist ja logisch, ne? Die Truppen sollen jetzt gleich in die Mitte reinlaufen. Das wird jetzt auch gleich halbwegs funktionieren. Die Valkyren sind jetzt am Start. Aber guck mal, die Valkyren kriegen es jetzt schon mal richtig ab. Das Katapult schießt da schon mal richtig drauf. Da... Was macht denn der? Jetzt hat er den Heilzauber draufgesetzt. Und unser Freund hat ja die Unsichtbarkeitszauber immer noch nicht benutzt. Was macht er jetzt? Jetzt kommt der Unsichtbarkeitszauber. Jetzt kommt der Unsichtbarkeitszauber. Allerdings ist das Problem bei dem Unsichtbarkeitszauber, die Valkyren laufen ja durch. Die Valkyren haben keine große Reichweite. Deswegen ist der Unsichtbarkeitszauber bei den Valkyren und auch bei den Packers nicht gut. Wir sehen das jetzt. Sie laufen durch. Haben etwa das Rathaus geholt, okay. Aber guck mal, was sonst noch passiert ist. Nix. 29%. 29%, das ist... Diese Base hat echt schon wirklich einige sehr komische Verteidigungen hervorgebracht. Okay, wir sind bei What the Clan und unser Freund Forky greift die Nummer Fatty B2 an von Hit Squad Raiders. Es ist nur Spaß, Forky, an dieser Stelle. Also bitte nicht ärgern oder so, es ist wirklich nur Spaß. Aber ich musste diesen Angriff einfach mit reinnehmen. Was macht Forky? Er hat 6 Elektrodrachen, allerdings Level 1, 7 Ballons, aber alle 3 Helden am Start. Er hat... Oh, du hast den Freeze auf 1. Forky, du musst unbedingt mal deine Sachen hochziehen. Also wenn du echt mit sowas wie mit Elektrodrachen angreifst, ey, die müssen echt ein bisschen hoch. Und vor allem der Freeze auf 1, das ist natürlich echt gefährlich, denn das ist zwar nur ein 11er und du bist ein Rados 12er, trotzdem... Ja, der muss... Das ist schon übel. Allerdings, wie gesagt, er hat... Nein, nicht von da unten. Warum denn von da unten? Warum nicht von da oben? Und vor allem, warum nicht hier wenigstens mal einen, den hier weggeblitzt dann oder so? Oder zumindest, wenn du von unten angreifst, den hier weggeblitzt. Denn der Feger, der kann extreme Probleme bereiten. Vor allem, wenn du natürlich dann sowas hast wie Elektrodrachen, die sowieso schon relativ langsam sind. Er greift jetzt von unten an. Er setzt jetzt die Loons hinterher. Jetzt kommt gleich noch. Warte. Der erste Freeze, allerdings auf die Kanone und auf... Ja, jetzt ist der zweite Freeze... Jetzt hat er noch den Felsenwerfer, Level 3, jetzt kommt, bring, erste Mal gepustet. Der Luftjäger, wir zählen mal mit, wie oft pustet er? Das zweite Mal gepustet. Warte, ist noch nicht vorbei. Das dritte Mal gepustet. Luftabwehr schießt. Das vierte Mal gepustet. Klarenburg ist ein Elektrodrache drin natürlich. Das fünfte Mal gepustet. Jetzt freest er den Elektrodrache nach Forky. Sechste Mal gepustet. Forky... Forky! Warte. Ah, er kann ja nicht mehr pusten. Ist ja nichts mehr da. Oder? Puste noch einmal? Kommt der Elektrodach nochmal in die Reichweite? König ist auf jeden Fall wieder in der Reichweite vom Single Inferno. Das ist okay, das ist der Klassiker. Ach, Forky. Was machst du für Sachen? Na gut. Wie gesagt, es tut mir jetzt auch leid, dass ich dich jetzt hier reingenommen habe, aber ich konnte diesen Angriff jetzt einfach nicht rauslassen. Wenn ich die Folge halt schon so nenne und solche Angriffe suche, dann kann ich es nicht rauslassen, Leute. Forky, es tut mir leid. Du weißt, ich mag dich, aber... Das konnte ich nicht rauslassen. Außerdem wurde der Krieg ja gewonnen. Von daher, alles in Ordnung. Okay, der hat einigermaßen Loot. Der hat vor allem 33 Pokale. Ich würde ja echt eigentlich mal ganz gerne wieder hochgehen in Legend. Die Frage ist, wie machen wir das denn jetzt? Wir setzen da mal einen hin. Wir versuchen mal so ein bisschen aufzuräumen. Im besten Fall, wenn es wirklich perfekt läuft, dann kriegt der hier... Na, warte mal, ich hab ihn. Alles gut. Warte, wir warten mal eben ab. Das muss weg. Das muss alles weg an der Seite. Das muss alles weg. Du bleibst auf Boden, Kollege. Du bleibst auf Boden. Werden wir uns jetzt hier einreihen, oder nicht? Komm. Die laufen jetzt leider nicht so, wie sie laufen sollen. Das ist ein bisschen blöd. Ich konnte einfach nicht länger warten. So, warte. Der ist jetzt sowieso weg. Wir wollen uns einen kleinen Weg bauen. König mal eben, Schnädel. Warte. Jetzt so. Die Gladi ist schon ein bisschen angeschlagen, weil der gegnerische König da ist und der ist auf Level 65. Das ist natürlich nicht so cool. So. Weiter. Ja, das Rathaus ist sowieso im Ausbau. Das ist schon mal ganz gut. Ich müsste auch den Klassiker wieder drin haben. Bedeutet halt 2 Yeti, eine Valkyrie und einen Barbaren. Und jetzt läuft sie in die Mitte rein. Genau. War eigentlich auch nicht nötig, da einen Zauber hinzusetzen, aber ist in Ordnung. Jetzt sind auch beide Feger. Ja, beide Feger sind weg. Schön. So. Königin ist im Radius vom Single Inferno. Das ist natürlich nicht so gut. Genau. So. Freeze. Wutzauber drauf. Ich möchte mich ja wirklich sehr ungern einreihen.
in die Liste. Ich möchte mich wirklich sehr ungern einreihen. So, Luftabwehr unten ist weg. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen jetzt noch die Zauber ein bisschen verteilen. Wir müssen jetzt vor allem gucken, dass die noch ein bisschen Speed aufbauen, die Kollegen hier, damit wir das noch in der Zeit hinkriegen. Das könnte nämlich 100% werden, wenn ich mich so ein bisschen beeile. Das wird jetzt, ja, das wird jetzt ein Geduldsspiel. So, zack, weg damit. Komm, Luftabwehr muss weg. Luftabwehr muss weg, aber es reicht. Ich werde mir den einen Freeze sogar übrig lassen können, glaube ich, oder? Oder? Luftabwehr, hallo, Leute, Beeilung, 1 Minute, 59 Sekunden. Ja, sieht aber gut aus. Es ist noch ein Inferno-Turm da, ist natürlich Single-Inferno, ist nicht so geil. Der wird jetzt auch noch vielleicht ein, zwei rösten, da kommt noch eine Luftfalle noch, ist auch immer der Klassiker. Aber wir lassen es trotzdem mal. Ich werde den Freeze nicht mehr brauchen. Und 183.000 Dunkles, ich weiß, wir haben Krieg, wir haben CW gerade, also beziehungsweise der startet heute, der Kampftag, aber ich muss einen der Helden muss ich upgraden. Es muss sein, es muss einfach sein. Vor allem, ich habe jetzt in 16 Stunden schon wieder einen Arbeiter frei. So langsam wird's tricky. So, wer darf natürlich nicht fehlen, wenn es darum geht, Vollidioten in Clash of Clans zu zeigen? Natürlich Angriff No-No. Und Angriff No-No musste sich gegen einen, ich denke mal, gegen einen russischen Vertreter hier erwehren. Und jetzt, was macht er? Er nimmt eigentlich im Endeffekt schon mal eine richtig bekloppte Taktik. Er nimmt relativ viele Blitze, wobei man sagen muss, wofür nimmt man natürlich dann die Blitze? Klar, du willst Flächenschaden aus dem Spiel nehmen, bedeutet Magiertürme und auch Minenwerfer. Das, ja, ganz ehrlich. Naja, wir werden ja mal sehen, wie gut das im Endeffekt funktioniert. Er hat ja noch echt einige Blitze am Start. So, der Minenwerfer ist auch weg. Ich habe ja da noch einen übrig. Ja, da ist auch noch ein Minenwerfer. Komm, jetzt auf den Magierturm noch. Genau. Im Endeffekt hat er sich jetzt schon mal richtig gute Voraussetzungen geschafft. Die Frage ist, was macht er? Lol, der hat sogar einen 17er König und eine 11er Königin. Aber ich hab einen Drachen in der Kleinburg und zwei Loons. Das macht natürlich schon mal ordentlich was aus. Oh, der Magierturm unten, der ist kaputt. Luftabwehr kümmert er sich jetzt mal drum, beziehungsweise die Königin, der kann sie noch zünden. Aber die Königin, ja, die Königin wird vom X-Bogen zerstört. Mein Drache hat halt super viel Unterschied gemacht. Ja, das ist natürlich blöd, Kollege, ne? Wenn du nicht daran denkst, dass ich auch was in der Clanburg haben könnte, guck mal, wie viel Blitze der benutzt hat. Und jetzt kommen die Loons. Ja, das hätte er sich auch schenken können. Und im Endeffekt, danke für die Pokale. 47%. Ja, 0 Sterne, 25 Pokale für mich, kaum Loot bekommen. Vielen Dank, mein Freund. Oh, hier haben wir auch noch einen richtig schönen. Also, was dieser Kollege gemacht hat, er hat eigentlich im Endeffekt eine ganz ordentliche Armee. Er hat alles dabei, aber er hat keine, na gut, er hat keine Belagerungsmaschine. Vielleicht wählt er sie gleich noch aus, ich weiß es nicht. Kann er ja unten noch ändern, wenn er eine hat. Was er jetzt macht, ist, guckt es euch selber an, wo der Fehler liegt. Also, oder ratet mal mit. Was wird Jack Sparrow jetzt wohl falsch machen? Er macht das Rathaus jetzt, das Rathaus aktiviert er schon mal, er setzt es mit gleichzeitig auf den Inferno-Turm und auf die Adler-Dev, ist im Endeffekt schon mal ein ganz guter Start für ihn. Er hat keine Belagerungsmaschine, immer noch nicht, Jack Sparrow, ja, jetzt hat er sie ausgewählt. Er hat eine Level 3 Kaserne, Belagerungskaserne ausgewählt. Finde ich, ist gar nicht mal so sinnvoll eigentlich. Jetzt, er hat ja keinen Sprung oder so. Oder auch keinen Supermauerbrecher. Aber okay, mein lieber Freund. Das ist natürlich cool, dass er auf jeden Fall die Superhexen benutzt. Das ist schon mal gut. Eisgolems an den Start. Aber irgendwie so ganz. Das hat absolut keinen Plan. Ich meine, er macht das da offen. Was er natürlich als nächstes machen sollte: die Gebäude weg. Damit die Truppen halt da reinlaufen und dann da reinlaufen und dann entweder daher laufen oder vielleicht auch zur Mitte laufen. Die Chance wäre ja dann da gewesen, aber was macht er? Er setzt einfach alles auf einen Fleck. Und dann passiert natürlich jetzt genau das, was passieren muss. Die Truppen laufen jetzt, ja, die laufen jetzt außenrum. Die laufen jetzt natürlich komplett außenrum, es läuft nichts in die Mitte. Das Einzige, was jetzt noch da ist, jetzt noch Hox in der Clanburg. Vor allem, das ist auch eine typische Sache, wenn du solche Hocks in die Belagerungskaserne packst, natürlich auch, um dann an der Seite aufzuräumen. Aber wenn du dann die Belagerungskaserne setzt und wartest dann nicht mal ab, bis die dann aufgeräumt hat, ja, jetzt ist, guck mal, was jetzt in der Mitte ist. Ein Magier, zwei Bowler und der König. Jetzt kommt meine Clanburg noch raus, wird er sich noch das Rad ausholen. Die Truppen außen machen natürlich ordentlich Schaden, die holen natürlich jetzt so ordentlich Prozente, aber was passiert ansonsten? Nix.
Ansonsten passiert nichts. Königin kann er noch zünden, er hat noch 6 Magier übrig. Ja. Und das war's. Wie will er jetzt das Rathaus noch kriegen? Vor allem, was macht er noch mit den Magiern? Die setzt er jetzt noch dahin. Ja, das hat natürlich auch richtig viel gebracht. Hat er noch einen Magier übrig? Setz ihn nicht mehr, bitte. Setz ihn nicht mehr. Lass es laufen, lass es einfach laufen. Dankeschön, Jack Sparrow. Und dann passiert halt genau das, was halt immer passiert, wenn du das so machst, wenn du nicht nachdenkst, ja, dann holst du halt nur einen Stern. Haben wir alles fertig jetzt schon? Haben wir eigentlich alles fertig? Wir haben alles fertig. Wir haben König, Königin, Warden und auch Gladi. Und ich habe einen Klon dabei, weil ich immer noch die Challenge machen muss für die Clanspiele, wo ich halt einen Klon benutze und einen Stern holen muss. Ja, den nehme ich mal mit. Der hat ordentlich Loot, Pokale gehen auch, er hat zwar 3 Single Infernos, das ist aber in Ordnung, weil er einen Lufterwärmeausbau hat. Und noch einen Minenwerfer, einen X-Bogen, einen Bogenturm. Ja, das sieht gut aus. Wir machen das aber so, dass wir von da reingehen. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall die Loons noch übrig behalten. Warte, oh, Luftfalle schon mal, schön, so, weiter. Okay, wir haben nur den. Wir haben keinen Kampfholzwerfer, sondern wir haben den hier. Das ist aber auch in Ordnung. Und den werden wir jetzt gleich mal unverwundbar machen. Warte, noch nicht. Jetzt. Genau jetzt. So. Komm. Ah, er ist leider nicht ganz offen gegangen, aber ist in Ordnung. Boah, da kann ich richtig viel auf einmal freezen. Den König muss ich jetzt schon mal zünden. Der soll sich halt super schnell den Single Inferno schnappen. Und das Katapult auch noch schnappen. Das Rathaus haben wir gleich auch schon. Perfekt. Feger, der müsste noch weg eigentlich. Der Feger müsste eigentlich noch weg. Der stört mich jetzt noch. Der Feger ist noch ein bisschen nervig jetzt gerade. Der muss ich mal eben gucken. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Gladi ist weg. Königin, die müsste sich echt noch drum kümmern. Aber wir müssen es eben... Ich muss von oben probieren. Bleibt mir eh nichts anderes übrig jetzt. Leider bleibt mir da nichts anderes übrig. Na, ah, zu spät gefreezed. So, jetzt aber. Oh, der Feger ist weg. Ist wunderbar. So, ansonsten. Single Inferno. Und natürlich Tesla daneben. Ansonsten, was hat er noch? Da ist es nicht nur eine Luftabwehr und ein Magierturm. Das können wir gleich auch noch wegmachen. Ring, jetzt nämlich. So. Ah, die geklonten Ballone. Und warte. Nochmal drauf. Zack. So, da ist der Magierturm auf der rechten Seite weg. Wir können uns wieder einen Freeze übrig behalten. Wir können wieder einen Freeze sparen. So, jetzt sind wir bei 8,1 Millionen Gold. Ich muss gleich mal gucken, ob ich noch was in der Schatzkammer habe. Ansonsten 191.000 Dunkles. Wenn ich da noch ein bisschen was hätte, könnte ich die Gladi machen. Allerdings, wenn der Clankrieg startet, würde ich, glaube ich, eher meine 2 Angriffe erst durchdreschen und dann die Gladi machen oder den König. Das wäre sinnvoller. Aber wir werden sehen. König ist auf 71 und Gladi ist auf 17. Bedeutet 3 Level für die Gladi und 4 für den König. Ist alles machbar. So, also Leute, so lange dauert es nicht mehr, bis ich mixed bin. Oh, wir können übrigens auch... Gute Idee noch, wir können noch 2 Kasernen machen. Für den Drachenreiter. Für den Drachenreiter können wir noch 2 Sachen machen. Das ist auch noch eine sehr gute Idee. Und jetzt, zack, perfekt. Und 3 Sterne auf unser Konto und 29 Pokale. Ich bin kurz vor Legend. Ich will eigentlich solange ich wieder so viel Loot in der Bank habe, will ich eigentlich gerne in Legend. Okay, lass uns mal eben schauen, was wir für Möglichkeiten haben. Ja, Kaserne auf jeden Fall. Die werde ich auch jetzt 2-mal machen. Ja, wobei, dürfen wir nicht vergessen, habe ich hier noch was? Im Labor, was können wir da noch machen? Ja, den haben wir nämlich auch noch. Dann werde ich mir das nochmal offen lassen. Ich habe ja noch 6 Millionen. Hier habe ich noch 1,7 Millionen und zum Bauen noch eine Mauer. Das ist zu wenig. 235 der König, aber nur 208.000 die Gladi. Das passt auf jeden Fall. Dann werde ich sparen. Auf den Bogenturm und dann noch auf unseren Freund im Labor. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da. Abonniere den Kanal, Creator Code MBF nicht vergessen. Und dann noch einen schönen Tag. Wir sehen uns vielleicht später nochmal wieder. Schalte wieder ein. Bis dann. Tschüss.